Herzlich willkommen. Heute machen wir ein Video für den Tag nach Silvester. Wir sind ja jetzt vor Silvester, also der Donnerstag, um genau zu sein. Und heute habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt. Wir machen heute ein Katerfrühstück. Ja, und dafür habe ich mir unseren Björn dazu geholt. Bis gleich. Das hier ist der Björn. Der Björn arbeitet bei uns an der Rezeption, der hat auch schon im Bankett gearbeitet, im Service gearbeitet, wo er nie gearbeitet hat, ist in der Küche. Das wusste ich gar nicht, ich habe ihn nur eingeladen, weil er so hübsch ist. Ja? Aber trotz alledem wird der Björn heute, weil er der Erfahrenere von uns beiden ist, was die Trinkerei angeht und vor allem den Kater am nächsten Morgen, weil ich trinke so gut wie kein Alkohol, wird er hier das Katerfrühstück machen, natürlich unter Anleitung. Und ich bin tatsächlich ein wenig überrascht, wie wenig Sie über die Küche denn schon noch wissen. Aber das macht Sie perfekt für die Leute, die tatsächlich vom Kochen keine Ahnung haben, die sonst immer alles von der Frau machen lassen und dann jetzt der Frau den Gefallen tun wollen, das Frühstück zubereiten wollen, weil sie zuerst wach sind. Und da kommen Sie dann ins Spiel. Naja, Sie, wir wechseln das ist jetzt eine gute einmal. Idee. Okay. Also Sie haben tatsächlich null Erfahrung in der Küche, ne? Das meine ich jetzt ernst. Ja, genau so ist es. Aber Sie, sind Sie Links- oder Rechtshänder? Linkshänder. Okay, das Messer ist für beide Seiten, das ist schon mal beruhigend. So. Ich möchte, wie ist das bei Ihnen? Was frühstücken Sie, wenn Sie so richtig, sag ich mal, eine Schlägerei mit Johnny Walker haben? Wenn ich... Also in der Regel gucke ich, dass ich am nächsten Tag arbeiten bin und hier frühstücken kann. Da brauche ich mir nämlich nichts selber machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt so meine Welt. Ist auch ein guter Plan, ja. Ja, und ansonsten, was frühstücken Sie dann? Also ich meine, unser Frühstücksbuffet ist ja sehr groß. Also wer das noch nicht kennt, muss ich ausprobieren. Also in letzter Zeit läuft es tatsächlich ganz einfach häufig auf Haferflocken hinaus. Essen Sie sonst auch Haferflocken morgens? Ja. Das heißt schon. Also für Sie ist das jetzt nichts Besonderes? Nö. Ansonsten, wenn ich so einen richtigen Kater habe, dann ist ganz wichtig, also es ist jetzt nichts zu essen, aber ein Kaffee muss definitiv, ein großer Kaffee. Sehr großer Kaffee, schwarz, definitiv. Okay. Mit Zucker oder ohne? Ohne, komplett schwarz. Okay. Und Omelette dazu. Also Ei? Das geht, ja, genau, richtig. Und dann gerne das Omelette dann pur oder ist da Speck drin? Oder? Nein, alles was da ist, immer alles rein. Okay, Tomaten, das ist ja schon mal Speck, gut. Käse, Gurke. Komplette Programm. Ja, das ist ja richtig. Schon mal nicht schlecht. Okay, also um das einmal klarzustellen. Ich habe das bewusst gefragt, weil wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt das Problem und seid dann am nächsten Morgen völlig daneben, dann solltet ihr nichts essen, was ihr sonst nicht esst. Also sagen wir mal, der Björn isst jetzt immer Haferflocken, okay? Das heißt, er wird das auch essen, selbst wenn er verkatert ist, weil es ihm schmeckt und weil es ihm gut tut, weil er weiß, dass es ihm gut tut. Wenn ihr sonst nie Haferflocken, Leinsamen und Rohkost esst, dann fangt damit um Himmels Willen nicht dann an, wenn ihr einen Kater habt. Weil dann habt ihr das schöne Essen einmal drin und dann merkt der Körper, ey, das ist ja nicht das, was ich sonst hab. Das lasse ich mal wieder raus. Ne? Gute Idee. Und, genau, richtig, weil gehört nicht zu mir. Habe ich sonst nie gehabt, brauche ich auch nicht. Okay. Aber eine Sache isst jeder. Und das ist ein Eintopf. Und wenn's dann mal hart zur Sache gegangen ist, dann habt ihr ja logischerweise auch einen sehr hohen Energieverlust. Ihr habt sehr viel Flüssigkeit verloren. Ihr habt, ist egal. Also, ne? Ihr seid fertig auf dem Reis. Bewusstsein verloren gegebenenfalls auch. Das kann auch passieren, ja. Das ist mir noch nie passiert. Nein. Gut. Das ist uns noch nie passiert. Wir machen tatsächlich einen Eintopf. Also wir machen eine Suppe zum Frühstück. Ja, also das ist wunderbar, das ist warm, ihr könnt die warm essen, ihr könnt die zwei Tage vorher vorbereiten und euch in den Kühlschrank stellen und dann müsst ihr die morgens nur warm machen. Im Prinzip würde das reichen, ihr macht euch ein gekochtes Ei dazu und das würde reichen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Ich würde Sie bitten, die Hälfte von dem Sellerie klein zu schneiden, die Kartoffeln klein zu schneiden und die Möhre klein zu schneiden. Kriegen Sie es hin? Ich werde mein Bestes geben, ne? Ich mache Ihnen mal ein bisschen Platz. Ja, das ist wunderbar. Ja. Die Hälfte, ja? Ja, genau, die Hälfte. Profi. Ja, ne? Ich sehe das. Ich sehe das. Oh. Stopp. Bitte. Ich mache eine Scheibe vor. Ja. Okay. Das ist ja ziemlich wackelig hier, ne? Durchaus. So, Sie wollten das. Zack. Ah. Hätte ich natürlich jetzt gleich noch gemacht. Sie sind ein Naturtalent. Ne? Genau. Und dann erstmal so die Scheiben runter, ja? Ja.
Ich drehe mir das wieder, wenn das okay ist. Ja, natürlich, klar. So die Scheiben runter. Ja, und am besten nicht in den Fingern, ne? Das wäre sehr gut, ja, weil das merken sie erst später, weil es wird erst nur ganz kurz kalt. Ja. Und dann setzt der Schmerz ein. Das reicht. So, jetzt schneiden sie einfach jedes einzelne ein bisschen klein. Okay. Also so zweimal durchschneiden, ja, und dann... Sind Sie eigentlich Silvester arbeiten hier? 9 bis 18 Uhr tatsächlich nur. Oh, Deluxe. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Freunde haben sich auch alle noch nicht gemeldet, weil in der Regel bin ich Silvester nicht erreichbar. Deswegen muss ich wahrscheinlich den Abend alleine verbringen. Ja. Ansonsten gucke ich mal, ob ich mir irgendwie noch eine Lösung einfallen lasse. Wollen wir Ihre Adresse einblenden? Das wäre vielleicht nicht verkehrt, ja. So, Moment. Das wird mir jetzt zu hoch. Richtig. So, ich mache wieder zwei. Ja. Da haben Sie mir aber auch ein Messer gegeben, Herr Schneider. Also, habt ihr das gehört? Guck mal, wie der lacht. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin jetzt seit 11 Jahren bei Ihnen. Oh. Und seit 11 Jahren lasse ich mich quasi verpflegen. Haben Sie das Geräusch gerade gehört? Ich habe das Geräusch gehört. Das, und das machen Sie bitte nie wieder, weil das ist das Geschrei des Messers gewesen. Ja, genau so habe ich das ungefähr einkategorisiert. Okay, dann ist gut. So, wir hören lieber auf. Nee. Sie machen das jetzt hier zu Ende. Ja. Messer kann ich immer wieder schneiden. Soll ich das noch kleiner machen, nehme ich an, ne? Das ist kein Problem. Und jetzt schneiden Sie das in Würfel. Mhm. Und zwar in gleich große, ungefähr so. Sieht so einfach aus bei Ihnen. Ist auch so einfach. Ne? Die 11 Jahre, die Sie feiern gewesen sind, habe ich in der Küche gestanden. So, also. Ja, ne? Und habe in der Küche gefeiert. Ja, auch nicht verkehrt. Schlagermusik? Hören Sie Schlagermusik? Auf gar keinen Fall. Was? Nein. Also das ist schon. Jetzt mal Sie stellen mich ja auch. Also, jetzt mal so unter uns, ne? Ja. Sturzbetrunken in der Schlagerhalle ist lustig, oder etwa nicht? Also ich sag Ihnen mal so, ich habe ja lange, lange nicht getrunken und bin irgendwie dieses Jahr wieder auf den Geschmack gekommen. Jetzt war ich aber aufgrund von Corona auch nicht unbedingt viel mit Feiern. Klar, mal kurz so eine Zeit lang. Ich bin vielleicht 3-4 Mal gegangen. Aber in der Schlagerhalle hat es mich tatsächlich noch nicht verschlagen. Wahnsinnig betrunken. Da habe ich mich noch nie gesehen. Ich war ja auch noch nie irgendwie auf Malle oder ähnliches. Weiß ich nicht. Ich teste das aber gerne mal für Sie aus. Die Kartoffeln und die Möhre auch. Herzlich gerne. Kartoffel, ja. Da kommt man schon mal besser durch. Hätten Sie anders angefangen? Ja. Hätte ich. Aber ich lasse Sie wahrscheinlich erstmal wieder halbieren. Ich lasse Sie damit erstmal alleine, das ist schon ganz in Ordnung. Ich weiß, was ich tue. Also, wir machen jetzt den Eintopf. Für alle, die jetzt schon abschalten wollen, wir machen noch andere Sachen. Wir machen einen French Toast tatsächlich, oder Amaretta wird das auch genannt. Ist sehr lecker, ja, ist eher so für die Süßen unter euch. Und dann haben wir noch ein Brötchen hier, ja, das werden wir mit der Herr Wehmeier, wird dann ein Rührei kredenzen oder ja, wird ein Rührei machen. Dazu kommt gebratener Bacon und eine Tomate schneiden wir noch klein, Gurke schneiden wir klein, dann machen wir sowas, so ein richtig schönes Eibrötchen. Eigentlich bist du damit dann auch schon durch, dann brauchst du auch nicht mehr. Mhm. Kaffee dabei, fertig. Astrein. Ja. Also irgendwie... Ja, ja. Sie hätten jetzt wahrscheinlich erst den gemacht. Nein, ich hätte es längst durchgeschnitten. So? Ja. Genau. Und dann hätte ich es auch. Und dann? Also wenn Sie jetzt, wenn ihr zu Hause seid, ne? Nochmal. Ja. Also, ihr habt jetzt zu Hause eine lange Kartoffel und wollt ihr zu Hause für einen Eintopf klein schneiden. Dann geht ihr hin und schneidet die einmal so durch. Schneidet ihr die nochmal in der Mitte durch. Also ihr halbiert immer. Zack. Halbieren. Halbieren. Hier genauso. Halbieren. Fertig. Und das hier, ja, kann man machen. Ist okay, ne? Also wenn ich jetzt Dauert aber länger, ne? Ja, natürlich. Was? Dauert ja länger, was ich da alles zurechtgeschnibbelt habe. Ja, ja, das dauert ein bisschen länger. Ja. Das können Sie jetzt noch einmal durchschneiden, ja, und haben Sie es dann auch ungefähr. Ne? Aber tatsächlich ist es gar nicht so wild, wie die geschnitten wird, weil der Eintopf kann ja ruhig ein bisschen länger kochen. Dann wird das schön weich. Aber versuchen Sie es mal, ne, mit dem Halbieren, dann geht halt alles zacki-zacki. Perfekt. Super. So, jetzt machen wir den Spaß auch nochmal mit der Möhre. Halbieren. Halbieren, nicht so. Ach so. Halbieren. Ja. Genau. Weglegen. Ist das... Wir bleiben beim Halbieren? Ja, wir bleiben beim Halbieren. Ja. So, jetzt kannst du das ja wunderbar greifen, ne? Ja. So, das halbierst du jetzt längs. Das habe ich gesehen. Das war ich nicht. Ihr habt das wahrscheinlich nicht gesehen, aber er hat sich gerade in den Finger gestochen. Nein. Doch, hasse. Ich sehe nirgendwo irgendetwas. Die Hand ist wie neu. Gut, vielleicht habe ich mir kurz in den Finger gestochen. So. Also wenn ihr zu Hause ein kleineres Messer habt, nehmt ruhig ein kleineres, ne?
erklärt. Und zack, dann sind wir damit durch, ne? Dann sind wir damit durch. Ha! So. Ich lerne heute noch was fürs Leben. Sind Sie eher so der Butter- oder Öltyp? Öl tatsächlich. Ja, ehrlich? Ja. Heute geht's Butter. Gut. Muss ich durch. Butter ist lecker. Butter ist lecker. 11 Jahre sind Sie schon bei uns. 11 Jahre, ja. 11 Jahre. Zeit rennt. So. Ja, wir verwenden für den Eintopf, den wir machen, tatsächlich Butter. Ein Löffel, ne? Okay? Alles klar. Geht rein. So. Sie sollten ja gerade den Schaumkeller haben Sie schon geholt. Sie gehen jetzt einmal an den Topf, bitte. So, jetzt man hat jetzt das ganze Gemüse hier zusammengeschnitten, gewürfelt. Hier haben wir Brühe. Ihr könnt auch zu Hause tatsächlich für den Tag als Ausnahme könnt ihr schon fertig gekochte Instant-Brühe nehmen. Ja, das ist tatsächlich für den Tag kein Problem, weil euer Körper hat so viel Salz verloren, überhaupt so viele Salze, dass ihr müsst es ja irgendwie wieder zurückgeben. Und das geht tatsächlich an dem Tag am besten über die Nahrung. Ne? Also Sie sind also auch eher der Kaffeetrinker, ne? Also Tee, habe ich ja gehört, soll ja auch sehr gut sein, ne? Ja, gelegentlich auch mal einen Tee. Wenn ich jetzt irgendwie länger mal draußen in der Kälte war, dann trinke ich mir auch gerne noch einen Tee. Aber ansonsten Kaffee, ja. Okay. Wir trinken gar keinen. Doch, mal so ein Espresso oder so, aber ansonsten gar nicht, ne? So Filterkaffee trinke ich nicht. Filterkaffee finde ich granateneklig. Hineingeben bitte. Komplett. Dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass da keine Zwiebel drin ist. Brauchen wir nicht. Zwiebel wäre jetzt an der Stelle für den Magen eher kontra, ne? Salz. Ach, weißt du was? Das ist eine gute Idee. Wir lassen jetzt mal jemanden salzen, der nicht kochen kann. Mach mal. Ich würde da jetzt nicht mehr dran geben, Sie bestimmt schon. Tatsächlich für den Anfang nicht. Okay. Das war sehr gut. Wirklich, ist kein Scherz. War auch kein Glück. Ich wusste, wie viel da rein muss. Muss ich jetzt hier eigentlich irgendwas tun oder lässt man das jetzt erstmal so ein bisschen köcheln? Ich frage Sie jetzt. Ich würde umrühren. Ich auch. Gut. Aber es ist traurig, dass ich solche Fragen überhaupt stellen muss, oder? Nein, ist alles in Ordnung. Die schlimmste Frage, die Sie heute gestellt haben, ist, was ist das? Und ich sagte Sellerie. Das haben Sie nicht gesagt. Das habe ich mir vom Kameramann sagen lassen, weil Sie mit verdrehten Augen den Raum verlassen haben. Kann ja gar aber nicht sein. Die Prüfer, die mich damals geprüft haben, die werden Ihnen bestätigen können, Warenerkennung war jetzt nicht so... Da ist doch eine Prüferin. Ja, guck mal, genau. Das könnt ihr nicht sehen, meine Mutter steht da vorne. Ja, da können wir uns direkt die Bestätigung abholen, definitiv. Okay. So, jetzt pass auf. Wie ist jetzt? Das ist laut, ne? Ja. Okay. Wir sollten ein bisschen runterdrehen. Mit der Hitze, genau. Das heißt, wir drehen den Gashebel nach links. Den anderen. Ja. Ja. Reinrücken und nach links. Genau. Genau. Ist gut. Alles klar. Und jetzt hören Sie das Gas raus schon nicht mehr so. Ja. Ne? Okay. Weiterrühren. Jetzt geben Sie die Brühe dazu. Mhm. Wir haben jetzt da bewusst ein paar Röstaromen mit erzeugt. Das ist schon richtig. Weil wir diese Bitterstoffe brauchen. Zügig rein. Während das kocht, machen wir jetzt den Rest fertig. Wichtig ist, dass Sie die Schaumkelle nicht da drin vergessen haben. Nein, nein, habe ich selbstverständlich an die Seite gelegt. Weil die keinen Geschmack hat. Ne? Nicht? Nee. Sind Sie der Typ Gurke geschält oder Gurke ungeschält? Ungeschält. Ich auch. Meine Mutter ist übrigens der Typ Gurke gar nicht. Ne? Die Gurke bitte auch klein schneiden. Mhm. Ja. Sie können die in Scheiben schneiden, wie Sie das möchten. Ne? Das ist mir wurscht. Hauptsache, die ist klein. So ein Stück. So. Mehr brauchen wir nicht, ja? Nee, nee. Alles klar. Ja, ja, dann schneide ich die ganz normal in Scheiben. Genau. Machen Sie, wie Sie meinen. Ich sag Ihnen, die muss später auf dem Brötchen. Ja, ja, ja. Also nicht solche dicken Scheiben, ne? Sondern ein bisschen dünner nehmen. Ja. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Bitte. Ich würde die halbieren längs. Ja, machen wir schon die ganze Zeit. Ja, ja. Ne? Wir werden auch gleich merken, wenn Sie dann Scheiben schneiden wollen, geht es einfacher. Weil wir wieder eine viel bessere Unterlage haben jetzt, ne? Ja. Sehen Sie? Lernen schnell, an dem ist ein Koch vorbei. Ab sofort bin ich in jedem Video zu sehen. Sie können das auch von mir aus gerne alleine machen, das ist auch gut. Ja, ja, genau. Ey, das halte ich für keine gute Idee. Als kleiner Hinweis. Bitte. Wenn ihr zu Hause einen Hobel habt, nehmt einen Hobel, weil das ist sehr, sehr dick. Also das kann, ja, man, für, ne, das, ja. Kann, das kann man tatsächlich, wenn man jetzt sagt, man isst die pur, dann ist das in Ordnung, dann würde ich die so schneiden, aber wenn die aufs Brötchen muss, dann wäre die eher so in dem Bereich, ne? So.
Und das, was Sie gerade meinten, dieses, dass das so leicht geht, da ist die Spitze vorne drauf, die bleibt auch drauf und dann machen wir das nur so. Ich glaube, das sollte ich nicht vor laufender Kamera ausprobieren. Nein. Und in der Nähe von Sanitätern. Ja, das. Dann würde ich mir das vielleicht machen. Das kann man auch nicht sehen, aber da vorne ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Kein Problem. Okay, also haben wir das jetzt geschnitten. Wunderbar. Lassen wir da liegen. Die Tomate, die mache ich. Bitte. Halte ich für eine gute Idee. Dann machen Sie Folgendes. Ja. Sie schlagen bitte 3 Eier auf. In dieser Schüssel. Ja. Eier, da haben wir Eier. Eier, wir brauchen Eier. Sie können ruhig hierbleiben, Herr Lehmann, laufen Sie nicht weg. Warum haben wir denn hier jetzt wieder? Ich werfe das einfach aufs Brett, ne? Nein, Sie werfen das da rein. Ach, Sie haben tatsächlich was vorbereitet? Selbstverständlich. Um Gottes Willen. Ich habe die Tomate übrigens entkernt, weil ich die gleich mit auf das Eibrötchen legen möchte. Und wenn ich da jetzt, sag ich mal, diese ganze Flüssigkeit da drin habe, hier, das hier, ja, das wird dann, das wird nicht... Man kann das dann nicht so gut essen. Okay. Gabeln sind da drin. Mit dem Löffel aufschlagen ist recht. Gefunden. Ja, schön. Das ist Rühren. Der Begriff Rührei kommt übrigens nicht von gerührtem Ei im rohen Zustand, sondern vom Rühren in der Pfanne. Das muss aufgeschlagen werden. Ja, heißt hier. Ja. Hier. So. Ich habe das nur nicht in so einem Tempo gemacht. Sie haben so gemacht. Nein, haben nein. Alle gesehen. Ich habe das so. Das werden wir im Nachgang uns angucken. Komm, mit Gas, das ist doch, das ist Rühren. So ist schön. Weiter, 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 weiter. Das muss schneller gehen. Ja, ich hab da klar alles auf der Hose sonst hier. Kann man die waschen? Die Hose kann man nicht waschen. Ach, ehrlich? Nee, das ist eine von den wenigen, die man nicht waschen kann. Konsumgesellschaft, sehr schön. Ich schmeiß alles nach einmal tragen weg, ja, ja. Ich hab den Björn vorhin losgeschickt, er sollte Bananensaft holen. Und ich kann auch erklären, warum. Sagen wir, ihr habt eine Party zu Hause gefallen, ihr habt Cocktails, dann habt ihr mit Sicherheit Bananensaft zu Hause. Was die wenigsten zu Hause haben, wenn sie keine Kinder haben, sind Bananen. Wenn ihr frische Bananen zu Hause habt, nehmt eine frische, reife Banane, okay? Das geht auch. Wir machen jetzt einen French Toast. Ein French Toast besteht normalerweise aus Toastbrot, Milch, Ei, Zimt und Zucker. Das war's. Ja. Okay? Wenn ihr jetzt zu Hause eine Party hattet, könnt ihr auch Baguette nehmen. Ja, das geht auch. Wir nehmen jetzt heute mal. Wir nehmen Baguette. Weil das hast du zu Hause, hast du über. Sie geben bitte eine ungefähr ein halbes Glas Bananensaft hier rein. Gut. Jetzt geben Sie die gleiche Menge nochmal, nee, die doppelte Menge an Milch dazu. Dann dieses Ei. Vielen Dank. Das war meine Freude. Zimt und Zucker. Bitte nicht alles. Gut, dass Sie es erwähnen. Ja. Ich hatte kurz überlegt. Ich hielt es für notwendig. Ja, ja, nein, ist auch richtig. Bisschen mehr? Ja, oder? Was würde Ihre Mama machen? Was meine Mama machen würde? Würde die mehr reinmachen? Ja. Ja. Bestimmt. Meine auch. Mama, würdest du mehr reinmachen? Jetzt rühren. Ah, jetzt nicht, ja, nicht schlagen. Das, was Sie vorhin gemacht haben. Das Eigelb bitte einmal so. Kriegen wir hin? Ja. Ja, genau. Und dann rühren. Also, es muss sich schon verbinden, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich will ja nur gucken, dass hier nicht gleich schon alles auf dem Bacon hängt. Ne? Ja. Mhm. Und jetzt halbieren, halbieren wieder. Ja. Halbieren. Sehr gut. Halbieren. Okay. Vorbereitet. Dann schneiden Sie bitte ein paar Scheiben Baguette ab. Ja. Die Endstücke nicht. Mhm. Irgendwo aus der Mitte. Sag mal, das Baguette, was vom Vortag übrig geblieben ist, das könnt ihr sehr, sehr gerne dafür nehmen. In der Zwischenzeit brate ich den Bacon. Sind Sie, also haben Sie schon mal so süß-salzig gefrühstückt? Also diese amerikanische Variante, so Waffeln mit Bacon und Ahornsirup und sowas? Ahornsirup bin ich tatsächlich nicht unbedingt so ein Freund von. Ich habe das schon mal gemacht, ja. Boah, da fragen Sie mich nicht, ist schon ewig her. Also, nee, nicht so wirklich. Da waren Sie noch jung, ne? Da war ich noch jung, ja. Die Zeiten sind längst vorbei. Ja. Reicht Ihnen das an Scheiben oder wollen wir ein paar mehr haben? Ich weiß nicht. Also, ich würde sagen, das reicht. Ja, da sind wir da doch einer Meinung. Ja. Sehen Sie? Das erste Mal in 11 Jahren. Sind Sie auch so der Endstückesser von denen? Absolut. Ich auch. Ich liebe die. Ne? Ich kann nicht verstehen, warum die, wenn man essen geht und man kriegt Brot und Butter,
Warum die da nicht drin sind? Ich meine, wir tun die hier auch nicht mit rein. Ich verstehe das nicht. Weil sie für die Kellner sind. Ja, ne? Weil die Köche, die vorher alle weg ist. Nein. Nicht? Nein. War nur eine Theorie. Mhm. Okay. Mhm. Legen Sie diese Baguette-Scheiben da rein. Okay, was wir jetzt machen ist, wir lassen den Bacon aus. Also das Fett, was im Bacon ist, lassen wir in die Pfanne. Und dann braten wir den French Toast in dem Fett an, mit Butter noch zusätzlich. Und Bacon geht immer, ne? Oder? Bacon geht immer, Bacon, das auf jeden Fall. Immer, ne? Ja. Und sind Sie, haben Sie schon mal so Rinderbacon probiert? Ist das lecker, finden Sie? Das oder Truthahn-Schinken? Also Truthahn-Speck? Was haben wir hier morgens? Bacon. So. Also habe ich, wie ich ja schon vorhin erwähnt hatte, ich mache zu Hause ja nichts zu essen. Ich werde ja hier versorgt. Also esse ich, was hier ist. Und alles andere kenne ich nicht. Und, ach so, okay, alles klar. Also habe ich das nicht gegessen, okay, nein. Alles klar. Das dauert hier noch. Drehen wir die gleich noch? Oh ja. Ja, die müssen wir drehen. Drehen wir die jetzt? Jetzt. Bitte wenden Sie. So, Bacon ist knusprig. Mhm. So, und jetzt nehmen wir den da raus, dann Butter noch in die Pfanne und dann das Brot oben drauf. Genau. Okay. Ganz ehrlich, das ist ein Gedicht. Ich liebe das, das schmeckt fantastisch. Nur ein kleines Stück, ne? So. Genau so ist gut. Ja. Wunderbar. Und hinein. Sehr gut. Okay, und jetzt legen Sie mit Ihren beiden Gäbelchen bitte das Brot da rein. Dazu, genau. Jetzt das Toast auch noch damit rein. Ja. Und dann wird das auch gebraten. Ich passe hier auf, ne? Mhm. Dass es anbrennt. Besser ist das. Hier kommt jetzt noch einmal Butter dazu. Jetzt können wir ein kleines bisschen mehr nehmen. Ich weiß gar nicht, ob er am 1.1. überhaupt dazu in der Lage wäre, das zu machen. Ja, das ist ja eben das Ding. Also deswegen haben wir ja den Eintopf. Das kriegst du hin. Das geht, ja, ja. Genau. Das geht. Das kriegst du hin. Also im Prinzip wäre Rührei mit Eintopf und einem kleinen Brötchen würde reichen. Da hättet ihr alles, was ihr braucht. Saft, Wasser dazu, fertig. Ne? Also damit würdet ihr eurem Körper schon eine ganze Menge wieder zurückgeben. Ja. Jetzt legst du hier in die geschäumte Butter bitte das Toastbrot. Na komm. Ja. Das braucht auch nicht lange. Wenn ihr einen Backofen zu Hause habt, stellt den zu Hause den Teller in den Backofen, dass der ein bisschen warm ist. Ne? Das ist schon fast fertig hier, die vier, oder? Wir sind fertig, ja, ja. Also je nachdem, wie man das möchte. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das so richtig knusprig wird, sondern es ist so, ja, so eine Mischung aus weich und knusprig. Ja, dadurch, dass wir das vorher schon angelegt haben. Ja, aber gut, ich meine, wir braten es ja auch. Ne? Ja, gut. Wenn ihr zu Hause eine beschichtete Pfanne habt, nehmt die bitte. Das ist jetzt hier eine gusseiserne. Ich hätte mir wirklich gestern einen trinken sollen, um zu testen, ob das geht. Ja, also. Hätten Sie denn mir das mal einfach mal gesagt? Am besten. Ja gut, Sie sind fest davon ausgegangen, dass ich es tue. Ja, ich dachte, in Vorbereitung auf die Sendung machen wir das. Yeah. Das für uns. So. Sie haben das noch nie gegessen, ne? Nein. Oder? Ich bin echt gespannt. Und ich erst, ich mache das zum ersten Mal. Hat man ihn nicht angemerkt. So bin ich durch mein Examen gekommen. Ich mache die Pfanne einmal sauber. Ich würde da jetzt ja wieder mein Öl reingeben, ne? Aber wir nehmen heute Butter. Genau. Mhm. Bitte schön. Vielen Dank. Turniere. Jetzt können Sie auch nicht mehr sich herausreden, wenn Sie mal wieder eine Affäre haben, dass Sie nicht kochen können. Das ist für mich jetzt als Beweis. Mehr. Noch ein Stück. Ui. So. Sofort das Ei dazu. Ja. Und die Gabel brauchen Sie auch noch. Ei rein. Die Gabel brauchen Sie noch. Aus folgendem Sie Grund. Sie rühren jetzt. Sie ziehen. Oh, jetzt ist das Ding aber heiß. Ja, ja. Ja, ich ziehen das so in die Mitte immer wieder. Alles klar. Weiter.
Jetzt schieben Sie es nach unten zum Rand. Nach, ja, nach oben, Entschuldigung, für Sie. Vergessen Sie auch. Linkshänder. Schwenkt das jetzt einmal ganz kurz zu Hause, nehmt den Pfannenwender und dreht das dann einmal um. So. Und dann lasst ihr das stehen. Ja, das ist so fertig. Nichts mehr daran machen. Ja, das hat Farbe. Das ist jetzt kein Glänz, also es ist jetzt kein klassisches Rührei, so wie man das in einem Restaurant bekommen würde, wo es also dann noch richtig glänzt und so weiter, ne? Sondern hier ist das tatsächlich so ein rustikales Ding. Sie hätten auch noch Kartoffeln dazugeben können und alles Mögliche. Na, aber wir wollen ja tatsächlich so ein richtig schönes Eibrötchen haben. Jetzt haben wir hier den Bacon und zwei handelsübliche Brötchen. Setzt ihr euch das dann drauf. So. Dann verteilen Sie ein paar Tomaten und ein paar Gurken hier auf dieser Seite. Ja. Hier habe ich auch direkt meine dünn geschnittene Gurkenscheibe bestechen hier. Ich finde das Brötchen nicht mehr zugeklappt. Ich glaube, so reicht mir das schon. Ja, vielleicht noch ein Gürkchen. Ja, ich hätte noch einen kleinen Trick für Sie, Herr Wehmeier. Bitte. Sie haben ja gesagt, Sie machen dann alles drauf, ne? Käse und so weiter, alles was geht. Ja, sicher. Wenn da, dann da. Okay. Dann rein. Ich habe jetzt hier noch... Oh! Entschuldigung. Ich habe jetzt hier geriebenen Käse. So, ihr könnt den jetzt natürlich roh da drauf geben. Oder ihr macht Folgendes. Ihr nehmt einfach so einen Esslöffel von dem Käse und legt den in die Pfanne. So als kleiner Taler. Ja, das wird eine gute Sache. Oh ja. Sie kennen ja die drei magischen Worte in der Küche, ne? Die da wären? Wir überbacken das. Okay? Ja. Also alles, was mit überbackenem Käse zu tun hat, kann nur lecker werden. Ne? Das heißt, wir hätten uns jetzt alles andere sparen können. Ich hätte einfach nur Käse überbacken können. Ja, wenn es darum geht, dass es nur lecker sein soll, ja. Ja. Und wenn Sie mal wieder irgendetwas versaut haben, weil Sie es nicht besser wussten, dann überbacken Sie es einfach. Wenn Sie mal wieder irgendwas versaut haben. So wie eigentlich ständig, Herr Wehmeier. Nein, ständig habe ich nicht gesagt. Sondern wenn Sie das, also wenn das mal, das passiert uns in der Küche ja auch. Mein Gott, ist immer was empfindlich. Ja, ich bin da sehr empfindlich. Also ich glaube, an der Nehmen Stelle Sie möchte ein ich auch. Bacon, das beruhigt. Okay. Besser. Also wie Snickers. Genau, das wollte ich machen. Aber das ist nicht so ein Mythos, ne? Der Koch, der ist schon immer überall so ein bisschen am Mitessen, ne? Natürlich. Naja, ich merke das schon. Also Sie hätten kein Problem mit Unterernährung in der Küche. Ja. Also sehen Sie, ne, das brennt auch nicht an. Sondern das wird zu einem richtigen... Ja, so ein Taler, wie Sie das gerade sagten, ne? Freches Plätzchen. Ja. Kann man übrigens auch einen Tag vorher machen. Ne? Das musst du jetzt nicht immer frisch in der Pfanne machen. Ich meine, schmeckt natürlich besonders gut, wenn es gerade rauskommt aus der Pfanne. Ne? So. Lass auch nicht zu hart werden lassen, also nicht zu dunkel. Ne? Und dann gebt ihr das noch damit drauf. Dann kriege ich doch gleich nicht gegessen. Aber hundertprozentig. Ja. Also wir haben jetzt, man kann das vielleicht nicht sehen, das könnt ihr da, also die restlichen Sachen könnt ihr dann noch als Salat essen, ne? Oder für abends lassen. Und jetzt haben wir. Wir haben ein Rührei-Brötchen mit Gurke und Tomate. Wir haben French Toast. Wir haben eine Suppe gemacht. So, die Suppe müssten Sie vielleicht noch einmal probieren, Herr Wehmeier. Ich muss die probieren. Ja, sie hat, ist ja. Sie ach ja, ich habe die ja auch. Genau. Genau. Die Kelle brauchen Sie übrigens nicht drin lassen. Die gibt nämlich keinen Geschmack ab. Doch, die gibt Geschmack ab. Das ist wichtig: Eisen. Eisen muss auch mit drin sein. Ah, okay. Mhm. Puder Zucker drauf. Also ich würde da jetzt definitiv noch ein bisschen was dran gehen. Einverstanden? Bin einverstanden. Wunderbar. Okay, dann das bitte umfüllen. Eine Tasse. Das hier klappen wir jetzt zu. So. Wir probieren das jetzt. Die haben wir ja gerade schon probiert. Ja. Ah, sie ist auch so ein bisschen dickflüssig, ne? Durch die Kartoffeln, leicht sämig. So, jetzt probieren wir das hier, den Spaß. Ich bin gespannt. Ich drück das mal so ein bisschen runter hier. Ja, so. Das ist es nämlich.
fällt gleich die Hälfte raus. Aber sie haben das. Ach, geht schon los. Ready? Yes, yes. Das war doch eine gute Idee. Finde ich auch. Vor allem dieser Käse dazwischen ist geil, ne? Ich muss mal echt mal sagen. Aber doch. Ja, würde ich mich auch mit zurückziehen. Der Mund noch voll. Aber kann man trotzdem gut essen, ne? Also ist jetzt nicht absolut so, dass man das nicht wie so einen sperrigen Burger. Nein, nein. Das finde ich von der Konsistenz schon geil. Das ist super, ne? Ich mag das auch. Das ist ja super simpel gemacht. Mhm. Also jetzt mal einfach. Ja, ich weiß. Das muss ich mir merken. Ja, ich hoffe, dass sie sich dann das merken. Dann kann ich ein Gericht und Nudeln mit Ei. Zwei Gerichte. Nudeln mit Soße gehen ja auch noch, wenn die Soße aus dem Glas kommt wahrscheinlich. So, ja, natürlich. Ja. Okay, wir frühstücken jetzt hier zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank, Herr Wimmer. Ich habe zu danken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.